Hi Leute, willkommen zum Finale von Kingdom Hearts Birth by Sleep, welches ich zum zweiten Mal aufnehme. Yay! Mein Festplattenspeicher war voll, als ich den letzten Part aufgenommen habe. Sprich, das Endkampf darf ich nochmal aufnehmen. Entschuldigung. Gehen wir uns einfach mal durch und schauen uns die Katzen an. Nochmal. Also ich. Für euch ist es neu, hoffe ich. I was told the master was struck down. Yes, that's right. I was stupid and helped Xehanort do it. The master, he tried to hurt Ven. I only fought because I wanted to protect him. But I was tricked. Xehanort set the whole thing up. Also, he could awaken the darkness inside me. You were right, Aqua. And so was the Master. I did need to be watched. I went astray. But no more. What else is darkness but hate and rage? Xehanort is feeding the dark fires within you, making you fight. You'll go astray again. Tell me, how does that honor our master's memory, Terra? Xehanort wants me and Vanitas to fight. Make some kind of keyblade. But the Master said we can't let that happen. And he tried to destroy me for it. Keyblade? I still don't know exactly what it is. But it scares me to death. Even just the thought of it. Relax, man. We're here, and we're gonna take care of you. I may have to fight Vanitas after all. If I do, guys, I want you to... The three of us can never be torn apart, all right? I'll always find a way. I'm asking you, as a friend, just put an end to me. Behold, these lifeless keys used to be full of power, united with the hearts of their masters. On this barren soil, keyblades of light and darkness were locked in combat. As a great keyblade war raged,
countless Keyblade wielders gave up their lives, all in search of one ultimate key. And it will soon belong to me. Keyblade! I knew this was a journey you could make. Over the unseen wall that divides darkness and light. And I was not wrong, Terra! My friend, Ven. You tell me, Xehanort. What did you do to him? Why, I did him a favor and freed the darkness inside him. Alas, poor Avengers never had the fortitude for such strenuous trials. Xehanort! Too slow.
gotcha. Want some? Too slow. Too slow. Pathetic. Heal. Suffer. Say goodbye. Freeze. Gotcha. Go take what Ventus owes you, and take Aqua's life! You see how powerless you are to save them. Savor that rage and despair. Let it empower you! You will pay, Xehanort. Was my master? No. My father, Eric, is not enough for you? Leave my friends alone! Yes, boy, that's it. More! Let your whole heart blacken with anger! Okay, ich glaube, im letzten Kampf am Mikro aus. Tut mir leid. Ich hab's eben fast viel geredet. Zumindest nichts Relevantes. So, der Kampf gegen meinen Xehanort. Das ist jetzt auch nicht allzu schwer. Der Kampf gegen Genitas. Hier den gesehen, der war ja eine Lachnummer. Meister. Damit hat noch den letzten Kampf Meister Xehanort besiegt. Der Kampf, der nicht aufgenommen wurde. Denn der macht so auch viel Schaden und der ist extrem schnell. Das ist echt wow. So, und jetzt kommt Xehanorts wahrer Plan. Ich bin wieder ruhig. You see? The Keyblade has been forged! Then! And now, Terra, it is time for the final union! What? At last, our moment is here. Out with the old and brittle vessel, and in with a younger, stronger new one! I swore I would survive, and be there to see what awaited beyond the Keyblade War. And now it is your darkness that shall be the arc that sustains me! This heart belongs again to darkness. All worlds begin in darkness, and also end. The heart is no different. Darkness sprouts within it. It grows, consumes it. Such is its nature. In the end, every heart returns to the darkness whence it came. Your body submits, your heart succumbs. So why does your mind resist?
Der letzte Kampf. Terras Rüstung gegen, wie er gerne genannt wird, auf jeden Fall Terranord. Der Kampf ist schwerer. Auf einem niedrigen Level ist er sehr schwer. Den Gegner schnell und hat am Ende auch noch ein paar nervige Angriffe. In der ersten Aufnahme hatte ich kleine Probleme. Ich war nie wirklich groß in Gefahr. Diesmal gebe ich mir mehr Mühe. Ja. Wir haben auch gerade gesehen, was überhaupt mal. Ach ja, wir sind auch in der Terrorzone. Sprich, wenn wir unseren Körper haben, haben wir etwa gleiches Gefühl, leicht abgeschwächte Werte. Während Xenos in unserem Körper alle unsere Fähigkeiten hat. Der kann schon zum anderen noch heilen, wenn er gesehen hat. Das macht er aber nicht selten. Wow. Was ist denn jetzt los? Und trotzdem habe ich gerade kopiert. Beendet Schädel. Ja. Ja, das haben wir zu stark. Ja. Wir fangen das LP-Blocken. Wir können das LP-Blocken, mit dem können wir leben, wenn der Gegner, wenn wir Schaden nehmen. Wenn wir blocken, besser gesagt. Ja, das war auch unser Abschlusskommando. Wie gesagt, der hat wirklich unsere kompletten Fähigkeiten. Oh. Und der hat die Kacke gleich mal gehört haben. Oh. Ja. Ich bin schon angefangen, ich habe den ersten Kampf besiegt. Also in der vielen, der nicht existierenden Aufnahme. Und zum Glück haben wir es gerade gemacht, denn er hat gerade etwas Nerviges gemacht. Oh Gott. Und jetzt teleportiert sich gerade auch, ne, super. Ja, genau, gib mir kostenlos ein Ding. Gott, ich will doch nicht so viel labern, weil ich mich anstrengen muss. Oh, jetzt macht er noch einen Laser, okay. Das ist ein Mega-Flair. Und das ist wieder geheilt, scheiße. Hat er sich gerade schon wieder geheilt? Toll. Ja, genau, bei dem Move, da... Oh, das ist ja auch down weg. Scheiße, der Kampf. Ich würde sagen, dass der Kampf hier wirklich schwer ist. Er ist nur sehr nervig. Aufgrund seines ständigen Wegteleportierens. Hat er sich schon wieder geheilt? Ja. Erst noch mehrmals, das ist nur einmal geheilt, der Penner. Und den hat auch nur einmal gemacht in der Aufnahme. So, wenn das jetzt aber zurück macht, das wird die Schaden. Das schafft es natürlich gerade fast wieder selber auszuhalten. Meine Chaos-Comment kommt auch, aber ein Blitz hat das überlebt. Hat er mich überlebt, gut. So, letzte Cutscene, ich bin wohl. Dauert auch nicht lange.
Aqua. Then, one day, I will set this right. So, damit ist die Terrorkampagne beendet. So, nochmal zur Erläuterung, weil ich im Kampf kaum dazu komme, großartig zu reden. Mikro, spiel mal an. Also, der Plan von Terror, von Xehanort war es, die Dunkelheit im Terror zu türmen, damit er sein eigenes Herz auf das von Terror transferieren kann, um Terrors Körper zu übernehmen. Zufällig hätte ihn wahrscheinlich abgestoßen. Während Ventus sich darauf konzentriert, mit Ventus eins zu werden, um die Xibel zu erschaffen. Da Ventus und Ventus einmal pures Licht und pure Dunkelheit sind und für die Xiblade für die Xiblade pures Licht und pure Dunkelheit aufeinander stoßen müssen. Offensichtlich hat Xehanort für die Übernahme von Terror das Xiblade gebraucht, sowie das Kingdom Hearts. Scheinbar ist es Xehanorts einziges Ziel, Schlüsselschaltkrieg zu verursachen. Keine Ahnung warum. Das ist offensichtlich sein Ziel. Ich vermute, da wird irgendwas anderes passieren. Ich weiß nicht was. Das wurde auch nie gesagt. Aber dieser Schlüsselschaltkrieg, den Xehanort will, wird wahrscheinlich in Kingdom Hearts 3 stattfinden. Denn in Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 2 of the Distance hat er seine neue Nation 13 gegründet, wo mehrere Xehanort existieren. So wie einige Mitglieder einen Teil von Xehanorts Herz oder so in sich tragen und hat eben ihr Schlüsselschwert Schwinger des Lichts, Riku, Sora, Kairi, Aqua, wahrscheinlich auch Ventus, das weiß ich nicht. Und Mickey und noch jemand Unbekanntes, weil ich mich an ihn erinnern will, weil das wäre ein mega Spoiler zu Dreams of the Distance. Ja. Herakles, du elendes Aqua, das hat mich zweimal zu klein aufgehalten. Danke. Ja, ich muss echt sagen, ich bin erstaunt, wie gut ich durch den Problemlos kam. Ich dachte, ich habe mehr Probleme. Ich meine, okay, im Kampf gegen Heracles hatte ich mega fette Probleme. Im Kampf gegen Zerg so einigermaßen. Und im Kampf gegen Futuron. Naja, gut, da war es jedes Mal eine unsichtbare Mauer, die mich aufgehalten hat. Egal. Da komme ich echt gut durch. Bin ich auch echt froh drüber. So, da setzen wir unsere Kampfstatistiken. Ja, und Schwierigkeitsgrad Profi. Wahrscheinlichkeit gerade der Bericht, 73%. Uns fehlt eben halt noch die Mirage Arena, ein paar Minispiele in Disneystadt, zwei D-Links, sowie noch ein paar Kommandos, die ich erschaffen muss. Und auch noch Kommandos, die da glaube ich zwei Stück. Da ich mir nicht sicher. Und halt die ganzen Abschlusskombis, die ich noch freischalten muss. Ein häufigstes Kommando Blitzsturz, der war auch, seit ich den habe, eigentlich durchgehend irgendwie mein Deck. Kommandostil Ars Fatalis ist kein Wunder, der aktiviert sich bei der ist sehr leicht zu aktivieren. Häufigst meine D-Link Ventus 19 Mal. Ich hatte Ventus sehr oft genutzt, als ich meine Kommandos aufgelevelt habe. Da Ventus sehr schnell angefährt und auch einen sehr starken Abschlusskommando. Wenn der Stufe
3 ist. Das habe ich euch auch noch gesagt. Ich habe offscreen alle Dealings, die ich habe, komplett aufgelevelt. Ja, ich würde sagen, ich habe eigentlich alles gesagt. Was mit Terra und Aqua passiert ist mit dem Kampf gegen Xehanort, das sehen wir in deren jeweilige Geschichte. Ja, interessante Spielzeit, 14 Stunden, 7 Minuten und 59 Sekunden. Ich habe es jetzt nicht gesehen, weil wenn dieser Bildschirm kommt, der Kampfbericht, erhält man noch den Xehanort-Bericht Nummer 12. Das wäre der letzte gewesen, den wir mit Terra bekommen. Ja, die Berichte werde ich alle durchlesen, sobald ich alle 3 Stories durch habe. Aber damit beenden wir jetzt dieses LP. Kingdom Hearts Birth of Sleep Terra Kampagne. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer bei euch gerade ist. Und wir sehen uns, wenn ich mit Ventus starte. Ciao, Leute.